Am 1. April-Wochenende des Jahres 2008 war es endlich soweit. Die neue Wiesmann Automanufaktur wurde nach über 2 Jahren Bauzeit offiziell eröffnet. 30.000 Besucher strömten an 2 Tagen in das neue Wahrzeichen der Stadt Dülmen. Zeitweise strömte zwar auch der Regen, der konnte die Menschen jedoch nicht davon abhalten, sich die neue Heimat der Sportwagenmanufaktur ausführlich anzusehen. Regelrecht Besitz nahmen die Menschen von dem außergewöhnlichen Gebäude mitsamt seines exklusiven Inhalts. Das ist natürlich überwältigend, wenn man sieht, wie viele Menschen zu uns kommen und unsere Manufaktur ansehen und durchlaufen, die Produktion ansehen. Die Reaktionen sind durchweg positiv. Es ist ein tolles Gefühl. Ausgezeichnet. Ich finde, das Gebäude ist ganz, ganz toll. Ist wie das Produkt. Also es ist außergewöhnlich, würde ich sagen. Allein schon die Konstruktion der ganzen Sache ist sowas von interessant, einmalig in Deutschland, denke ich. Ja. Ich komme hier aus Dülmen und sowas habe ich in Dülmen noch nicht gesehen. Und ich laufe jetzt zum ersten Mal durch und ich denke, es ist schon sehr beeindruckend, was hier hergestellt wird. Was Autofans in aller Welt seit nunmehr 15 Jahren begeistert, kann in der gläsernen Manufaktur ab sofort täglich live erlebt werden. Vor den Augen der Besucher bauen die rund 100 Wiesmann-Mitarbeiter die Roadster und GT für anspruchsvolle Kunden. Handarbeit, wohin man schaut. Und geschaut wurde an diesen Eröffnungstagen reichlich. Wo sonst lässt sich die Herstellung eines Automobils so vollständig erleben wie hier? Ein eindrucksvolles Ereignis für Jung und Alt. Offenbar beeindruckt war auch Friedhelm Wiesmann. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen und obwohl es in Strömen regnet, sind die Leute in Scharen gekommen. Ist einfach fantastisch. Ist der Spitze gelungen. Ich kenne sie seit Anfang voriges Jahr und GT ist hier schon gebaut worden, ein Jahr her. Und da war es eine ziemlich unscheinbare Halle und ist ganz schön was geworden. Also sehr besonders, mit allerhand kleinen Details. Gefällt mir sehr. Also es ist ganz toll gelöst. Man hat also eine sehr, sehr große Offenheit, die man hier empfindet, die sich überträgt also aus der alten Manufaktur. Hier hat man schon den Eindruck von Größe. Und trotzdem ist man nah dabei. Sehr gut. Also ich bin sehr überrascht, wie groß es geworden ist und wie schön es geworden ist. Und hätte nicht damit gerechnet. Um die wahre Größe des Gebäudes zu erfassen, musste man schon in die Luft gehen. Von oben erst werden die Dimensionen des riesigen Wiesmann-Geckos auf dem Dach des Gebäudes sichtbar. Auf dem 26.000 Quadratmeter großen Grundstück fanden an diesem Wochenende 260 angereiste Wiesmänner von Kunden aus aller Welt einen würdigen Stellplatz. Am Abend gehörte die Manufaktur dann ganz den 600 geladenen Gästen. Freunde der Marke, Kunden und Wegbegleiter, aber auch Prominenz aus Politik und Gesellschaft ließen es sich nicht nehmen, diesen wichtigen Moment in der deutschen Automobilgeschichte mitzuerleben. Und es gab noch eine Premiere. An diesem Wochenende stellte die neue Manufaktur ihre Qualitäten als zukünftige Event-Location für Veranstaltungen mit automobilem Ambiente eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem abwechslungsreichen und gut gelaunten Bühnenprogramm präsentierte die Manufaktur der Individualisten ihre Firmengeschichte, ihre Automobile und natürlich ihr neues Gebäude. Dem persönlichen Dank der Wiesmann-Brüder bei jedem einzelnen Mitarbeiter folgte der lang ersehnte Satz. Hiermit erklären wir die neue Manufaktur offiziell für eröffnet. Was vor 20 Jahren in Dülmen mit einem Unternehmertraum begann, ist mittlerweile eine der begehrtesten Automobilmarken weltweit. Mit dem neuen Wiesmann-Firmengebäude mitsamt der gläsernen Manufaktur ist Deutschland um einen automobilen Anziehungspunkt reicher geworden. Wiesmann, Manufaktur der Individualisten.